Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für dich eine Routine für den ganzen Körper mit dem Fokus auf die Dehnung für unsere Beine, Hüfte und die Gesäßmuskulatur. Komm in die sitzende Haltung, stell die Füße auf. Einatmend öffne deinen Brustkorb, ausatmend werde im Rücken rund. Es soll sich einfach nur gut anfühlen. Mach für dich noch 3, 4 Wiederholungen. Nimm die gesamte Wirbelsäule wahr. Mit nächsten Einatmen richte dich hier auf und bring deinen Körper etwas mehr zurück, sodass du deine Füße leicht anheben kannst. Hier gerne die Beine strecken, immer einzeln, erst ein Bein strecken und dann das andere. Die Füße sind dabei schön lang, spüre die Bauchmuskulatur, nimm deine Oberschenkel wahr. Schau, ob du mit beiden Beinen strecken und beugen kannst und anschließend kommen wir in die Bootshaltung. Bleibe hier und halte. Versuche mit jedem Ausatmen deinen Bauchnabel nach innen oben zu ziehen. Noch 3, 2, 1 und lösen. Komm gerne in die Rückenlage. Streck die Beine nach oben aus und bring deine Arme auf die Matte neben dir, sodass du dich gut auf der Matte abstützen kannst. Und beginne die Beine so weit wie möglich hoch nach oben zu drücken. Dein Becken hebt sich vom Boden ab. Spüre die untere Bauchmuskulatur. Und mach in deinem Tempo noch weitere Wiederholungen. Lass die Füße dabei zusammen. Und wenn es geht, drück jedes Mal dein Becken noch etwas höher. Wunderbar, beim nächsten Mal halte ich hier kurz. Halte ich hier 3, 2, 1, lösen. Wir gehen in die Happy Baby Pose. Versuche die Füße auf die Außenseiten zu greifen, festzuhalten und die Knie wollen Richtung Taille. Dein Becken und deine Schulter bleiben dabei auf der Matte. Atme tief ein und ausatmend, komm mit dem Oberkörper hoch, spanne die Bauchmuskulatur und versuche deine Knie noch weiter nach unten zu ziehen. Du kannst auch auf den Fußgelenken festhalten. Bleibe ich hier 3, 2, 1, lösen. Wir nutzen diese Öffnung in der Hüfte für die nächste Pose, für den liegenden Schmetterling. Entspanne deine Beine und Oberschenkel. Wenn du willst, kannst du die Arme auch nach oben ausstrecken. Versuche hier tief und gleichmäßig zu atmen. Wir bleiben in dieser Haltung die nächsten 8 Atemzüge. Und nimm wahr, wie deine Hüften noch etwas mehr Dehnung bekommen, wenn du deine Beine noch mehr entspannst. Vertiefe deinen Atem und stelle mit dem nächsten Ausatmen deine Füße nacheinander auf und komm in die Seitenlage. Wir wollen gleich unsere Beine dehnen und stärken. Dein unterer Bein soll leicht gebeugt sein und das obere Arm soll vor dir aufgestellt sein, sodass du hier Stabilität hast. Beginne dein Bein zu heben und zu senken. Achte, dass dein Oberschenkel leicht auswärts gedreht ist. Wenn du dein Bein hebst, schaut dein Knie zur Taille und nicht nach vorne. Wunderbar. Nächstes Mal halte dein Bein hier oben und flexe deinen Fuß. Und somit spürst du auch die Dehnung in der Wade, im Bereich hinter den Knien. Und dein Oberschenkel ist angespannt. Halte hier noch 3, 2, 1,
und lösen. Stelle den Fuß jetzt hinter der Hüfte auf, sodass du dein unteres Bein ausstreckst. Und jetzt hast du hier auch die Möglichkeit, dein Bein zu heben und zu senken. Lass auch hier deinen Fuß ganz lang und spüre die Oberschenkelinnenseite. Spanne die Bauchmuskulatur an, das hilft dir hier stabil zu liegen. Und mach die letzten Wiederholungen und dann beginnst du mit den kreisenden Bewegungen. Kreise jetzt auch in die andere Richtung. Nimm den Unterschied wahr und versuche dein Bein die ganze Zeit schön gestreckt zu lassen. Die letzten 3, 2, 1, wunderbar. Wechsel die Seite. Und leg dich wieder so hin, dass dein unterer Bein gebeugt ist. Streck dein oberen Bein ganz aus und bewege ihn nach oben ein und aus, atme tief. Nächstes Mal lass dein Bein hier gestreckt und flexe den Fuß und versuche den Oberschenkel anzuspannen, die Kniekehle ziehst du nach innen. Halte dich hier. 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Wunderbar. Stelle den Fuß so auf, dass du dein unteres Bein ausstrecken kannst und beginne, dein Bein zu heben und zu senken. Konzentriere dich auf der Anspannung in der Innenseite vom Oberschenkel und mach noch weitere dynamische Wiederholungen. Beim nächsten Mal lass dein Bein hier oben und beginne aus der Hüfte heraus zu kreisen. Mach noch 5, 4, 3, 2, 1 und wechsel die Richtung. Wunderbar. Komm langsam in die Bauchlage. Wir wollen gleich den unteren Rückenbereich stärken, die Körpervorderseite dehnen. In der Bauchlage stell deine Ellenbogen genau unter den Schultern, beuge deine Beine und genieße die Dehnung in deinem Brustkorb. Versuche die Schulterblätter zusammenzubringen. Vertiefe hier deinen Atem. Wenn du möchtest, kannst du auch mit den Füßen kreisen. Wenn diese Haltung unangenehm sein sollte, dann bringst du beide Füße auf die Matte. Für eine fortgeschrittene Variation könnte man die Arme auch strecken. Achte aber, dass dein unterer Rücken sich hier wohlfühlt. Die beiden Hüftknochen wollen Richtung Matte, die Schulter weg von den Ohren. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen komm aus der Haltung raus. Bring nun die Füße auf die Matte, dein Becken ist auf dem Boden. Und dann komme in den heraufschauenden Hund. Die Hände sind genau unter den Schultern, die Arme gestreckt und jetzt darf deine Hüfte über der Matte sein. Spann die Oberschenkel an, spanne die Gesäßmuskulatur an. Wenn du kannst, schau nach oben. Spüre die Dehnung auch in deinem Hals. Wunderbar. Mit dem Einatmen bring dein Becken Richtung Fersen. Kindeshaltung. Komm mit dem nächsten Einatmen in den heraufschauenden Hund, ausatmend in die Kindeshaltung.
Mach diese Übung in deinem Tempo, in der Abwechslung. Becken will hoch, Brustkorb öffnet sich, Blick nach oben, ausatmen, Becken kommt auf, die Fersen, Brustkorb Richtung Matte. Nächstes Mal bleibe in der Kindeshaltung. Erhole dich hier für die nächsten 5 Atemzüge. Mit dem nächsten Einatmen komm in den Fersensitz. Schließ dabei deine Fersen und deine Knie. Beginne mit den Schultern zu kreisen. Wir wollen gleich unser Brustkorb und Schulterpartie nochmal dehnen. Bringe dafür die Hände in den Schloss und streck die Arme so weit du kannst nach oben. Atme tief und gleichmäßig. Versuche gerade zu bleiben. Dein Nacken ist lang. Öffne die Hände und verschränke die andersrum, sodass das andere Zeigefinger vorne ist und strecke die Arme nochmal aus. Das machen wir, damit wir die Schulter symmetrisch dehnen. Es kann sein, dass es sich ein bisschen komisch anfühlt. Dennoch ist das eine effektive Übung. Wunderbar. Komm in die sitzende Haltung. Wir werden gleich die Gesäßmuskulatur dehnen. Platziere ein Schienbein über den anderen. Das ist wie Schneidersitz, allerdings sind die Füße etwas entfernt von deinem Körper. Ja? Und wenn du von oben anguckst, würde es wie ein Dreieck aussehen in den Beinen. Und wenn du merkst, es geht gar nicht, dann platzierst du einen Fuß vor dem anderen. Mach es dir so bequem, dass du hier noch eine Weile sitzen kannst. Und dann, wenn du bereit bist, richte dich hier auf und strecke die Arme nach oben. Atme dabei tief ein, ausatmend nach vorne, beug dich nach vorne, so dass du die Hände gleich vor dir auf die Matte oder auf den Boden bringen kannst. Spüre die Dehnung im Gesäßmuskel vom oberen oder vorderen Bein. Entspanne deine Beine. Du darfst auch im Rücken rund werden. Wer weit vorne ist, kann auch versuchen, beide Unterarme auf die Matte zu bringen. Genieße die letzten Sekunden hier. Atme etwas tiefer ein, ausatmend komm langsam zurück und wechsel jetzt die Beine. Wenn du bereit bist, streckst du die Arme nach oben, atmest dabei ein. Ausatmend verneigst du dich nach vorne und bringst beide Handflächen auf die Matte. Genieße die Dehnung in dieser Gesäßhälfte. Nimm den Unterschied wahr. Atme tief ein und komm mit dem Ausatmen aus der Haltung raus. Strecke beide Beine aus und leg dich auf deine Matte. Stell gerne dabei die Füße auf.
Die Füße sind etwas weiter voneinander entfernt und die Knie fallen ineinander. Somit kannst du den unteren Rückenbereich wunderbar entspannen. Leg gerne die linke Hand über den Bauchnabel und die rechte Hand etwas tiefer und versuche in deinen Bauch hineinzuatmen. Nimm wahr, wie mit dem Einatmen die Bauchdecke sich anhebt, dein Bauch wird etwas runder. Ausatmend saug dein Bauchnabel nach innen, oben Richtung Wirbelsäule, bis du ganz leer wirst. Und beobachte somit deinen tiefen und gleichmäßigen Atem. Genieße die nächste Minute der Entspannung und der Stille. Falls du etwas verändern möchtest, darfst du das tun. Man könnte die Beine auch ausstrecken oder die Füße zusammenbringen, die Knie fallen auseinander und somit wärst du im liegenden Schmetterling. Lass deine Augen geschlossen und vertiefe deinen Atem. Mit deinem nächsten Ausatmen bewege leicht deine Finger, deine Zehen, Hände und Füße, Arme und Beine. Du kannst auch gerne die Beine nach oben ausstrecken und mit den Füßen kreisen. Und dann bringe die Oberschenkel zum Oberkörper. Kreise mit den Knien eine 8 ein paar Mal. Und danach leg dich auf deine Lieblingsseite, sodass du über diese Seite dich aufgerichtet hinsetzen kannst. Nimm dir hier Zeit, um dich aufzurichten. Zieh gedanklich die Kopfkrone hoch und wenn du bereit bist, nimmst du die Arme über die Seiten nach oben, strecke dich lang, bring deine Hände vom Herzen, lass deine Hände in der Gebetshaltung und bedanke dich selbst, dass du Zeit für dich genommen hast. Und ich bedanke mich bei dir, dass du mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal. Namaste.